Schweizer Familie präsentiert. Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. UPK Basel, universitäre Spitzenmedizin in privater Atmosphäre. Und Viollier, mehr als Labormedizin. Haben Sie sich schon einmal überlegt, was Sie würden machen, wenn Sie an einen Notfall laufen? Hallo? Hallo? Was ist mit Ihnen? Hallo? Hören Sie mich? Wie richtig reagieren? Das werden wir heute im Detail besprechen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Bei Notfallsituationen denkt man vielleicht spontan an einen Unfall oder an einen Herzstillstand, also vor allem an Erwachsene. Aber auch Kinder können einen Notfall erleben. Wie soll man denn reagieren? Daniel Fringeli ist seit vielen Jahren Rettungssanitäter in Basel. Er ist aber auch Ausbildner und zeigt unter anderem Eltern, was sie bei einem Notfall mit ihrem Kind tun sollen. Oft sind Notfallmaßnahmen beim Erwachsenen besser bekannt als lebensrettende Sofortmaßnahmen bei einem Kleinkind. Ja, wir haben uns ja hier getroffen, um zu schauen, was wir da machen können, wenn da Mila etwas passieren will. Sali, Mila. Hä? Häufig ist das Verschlucken von kleinen Gegenständen. Ja, dass sie etwas verschluckt. Sie hat verschluckt, genau, da wäre gerade so etwas. So ein Würfel, das ist gerade so eine Größe, oder können Sie sich auch vorstellen, ein Äpfelstück oder ein Avocado oder sonst etwas. Und man kann sich ja vorstellen, wenn so ein Kleinkind so etwas verschluckt, kann man nicht warten, bis der Rettungswagen kommt. Oder? Das geht hier auch eine Viertelstunde, 20 Minuten, oder? Muss man sofort reagieren. Jetzt ist die Frage, was können wir machen denn? Ich habe für das eine Puppe mitgenommen, um euch das zu zeigen. Das ist fast eine ähnliche Größe, he? Schauen wir mal, Mila. Gell? Jetzt ist ganz wichtig, die Kleinkinder haben ja noch eine ganz schwache Halsmuskulatur. Die muss man gut stabilisieren. Nicht, dass man da schüttelt oder etwas macht. Wenn man jetzt verdachtet, dass das Kind irgendetwas verschluckt, dass es wirkt oder vielleicht sogar blau angelaufen ist im Gesicht, dass man sieht, oh, es gibt wirklich keine Luft, dann ist schon mal das Wichtigste im ersten Moment, um gerade zu schauen, im Maul sieht man da etwas. Gut, den Kopf hinterheben, ist da etwas drin. Wenn man etwas vorne sieht, kann man es vielleicht rausnehmen, grad, aber sonst nicht rumgusseln im Gesicht oder im Maul. So. Und jetzt, wichtig, hier den Kopf gut heben. Kopf tief machen und hier mit dem Daumen fünfmal drauf drücken. 4, 5. Schauen, ist es besser? Nein, nicht. Und mit der anderen Hand heben, wieder den Kopf tief heben, dass für den schwerkraftfremden Körper raus kann. Und jetzt fünfmal noch so nach vorne klopfen. Das sieht jetzt brutal aus, aber die Kinder halten das gut aus. Wichtig, den Kiefer gut fixieren. So. Wieder schauen, ist es besser? Nein, ist immer noch nicht gut. Wieder fünfmal drücken. So tun wir das abwechselnd ein paar Mal machen, bis das Kind wieder schläft, bis der Fremdkörper rauskommt. Wir machen das, weil sie jetzt gerade davon essen hat. Und sie isst natürlich auch jetzt schon Brotstückli oder Avocado. Und gerade wenn so etwas stecken bleibt, ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir reagieren sollen. Und dass, eben, wenn sie einfach nur rot anläuft und hustet, dass dann noch gar nicht so schlimm ist. Und man kann Ruhe bewahren. Und ja, dass der Notfall erst da ist, wenn sie blau wird und was man dann machen kann. Im Notfall anrufen soll man eigentlich immer, wenn man unsicher ist, lieber einmal zu viel anrufen. Die Leute können einem auch helfen, beraten. So. Also, wenn so ein Notfall passiert, ein medizinischer Notruf, vor allem wenn ein Patient nicht mehr schwätzen kann, dort liegt unbedingt anrufen. Ries Flückiger hat vor 2 Jahren aus dem Nichts so einen Notfall erlebt. Ich hatte einen Herzstillstand auf einer Wanderung mit dem Dorf auf dem Hof Horn. Da bin ich zusammengebrochen. Mir war sofort klar, wir müssen irgendwas machen. Wir haben ihn natürlich geschüttelt, angesprochen, gerüttelt, ihm ins Gesicht geklatscht, geguckt, ob irgendeine Reaktion kommt. Aber er war einfach schlapp, schwer, hat nicht reagiert. Und dann war mir klar, da ich gemerkt habe, er atmet nicht, dass wir ihn
dass wir eine Herzdruckmassage machen müssen. Ich sehe jemanden am Boden liegen. Ich gehe zu ihm als Erstes. Ich will wissen, ob er ansprechbar ist. Das heisst, ich spreche ihn an, mache einen Schmerzreiz. Wenn die Person nicht reagiert, prüfe ich sofort die Atmung. Für das strecke ich den Kopf überstrecken, gehe mit meinem Ohr über seine Nase, lege die Hand auf den Brustkorb legen und schaue, ob Atembewegungen vorhanden sind. Für das nehme ich mir 5-7 Sekunden Zeit. Jetzt alarmiere ich den Rettungsdienst 144. Schicke auch jemanden einen Defibrillator holen, wenn einer in der Umgebung ist. Der Defibrillator, der ist das erste technische Hilfsmittel, der gibt eine Schockfreigabe, sofern es sich um einen Kammerflimmern handelt. Schock abgegeben. Mit Wiederbelebung beginnen. Wenn ich so einen Schock abgegeben habe, muss ich sofort weitermachen mit der Herzdruckmassage. Und das mache ich, bis der Rettungsdienst vor Ort kommt. Viele Menschen haben Angst vor so einer Situation. Das wurde mir im Nachhinein erzählt. Und ich denke, es ist wichtig, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs belegt für solche Situationen. Passieren kann es jedem. Ich habe auch solch einen Kurs gemacht. Und ich denke, es ist ein guter Weg, sich vorzubereiten, um dann in solchen Situationen entsprechend handeln zu können. Heute geht es mir sehr gut. Ich tue am Tag ein bisschen Turnen am Morgen und gehe wandern viel und noch handwerklich etwas machen. Im Wald, holzen. Einfach so 2-3 Stunden. Herr Frinkeli, was ist jetzt wichtiger? Herzdruckmassage oder Beatmung? Also die Herzdruckmassage kann man sicher sagen, vor allem bei den Erwachsenen ist das Wichtigste. Wenn der Kreislaufstillstand gerade passiert ist, hat der Körper noch Restsauerstoff in sich hin und dieser Sauerstoff muss an die lebenswichtigen Organe transportiert werden. Das macht man durch die Herzdruckmassage. Das braucht aber relativ Kraft. Da würde ich den Dr. Beat Lehmann fragen. Sie sind stellvertretender Chefarzt an der Notfallmedizin am Inselspital. Ich habe jetzt gerade ein Problem mit der Schulter. Wahrscheinlich hätte ich jetzt hier Mühe. Ich stelle mir auch vor, ältere Leute. Es gibt auch gewisse Angst vor der Reanimation. Was können Sie sagen? Ja, also ich glaube, die Angst, das ist sicher etwas, wo bekannt ist. Ich glaube, die muss man nicht haben. Das ist eine Situation, in der man wirklich nichts zu verlieren hat. Und das andere ist nachher eine Frage von Kraft. Man weiß, dass man zum Beispiel auch Kinder die Reanimation beibringen kann. Das ist also nicht unbedingt eine Frage nur von Kraft, sondern vor allem auch von Technik. Also auch ältere Leute oder eben Kinder bringen das durchaus her. Also üben wieder einmal, so einen Kurs zu machen. Was sind die häufigsten Fehler, die passieren? Also generell der häufigste Fehler ist, dass die Leute eher wegschauen. Dass sie nicht schauen, was ist los, sich verdrängen. Und nachher, glaube ich, auf die Reanimation bezogen, ist, dass die Leute relativ schnell zu langsam drücken und zu wenig stark. Man muss doch den Brustkorb 5-6 cm eindrücken beim Erwachsenen und mit einer Frequenz von 100 bis 120 Mal drücken, also 2 Mal pro Sekunde. Ja. Und das wird gerne schnell vernachlässigt. Ja. Jetzt können Sie ja sehen, dass jemand bewusstlos ist, aber noch schnauft. Was müssen wir denn machen? Ja, also wenn jemand noch schnauft, dann ist das ja eigentlich schon nicht so ein schlechtes Zeichen. Und die Idee ist dort, dass wir natürlich wie immer alarmieren. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Das ist etwas, was jemand auch vergessen geht. Und dass wir nachher den Patienten in eine stabile Seitenlage bringen. Mhm. Und auch ganz, ganz wichtig, dass wir kontinuierlich nachher weiter beurteilen, für den Fall, dass es sich verschlechtern würde, dass wir dort intervenieren können. Yeah. Was soll man also alarmieren? Meinen Sie, 144 anrufen? Genau. Was soll man dort sagen? Also primär, wo der Einsatzort ist, möglichst eine Strasse angeben und Nummern, vielleicht jemanden herausstellen. Dann, was ist passiert? Was ist das Ereignis? Ist die Person ansprechbar? Schnauft die Person? Das will der Rettungsdienst nicht wissen. Und gibt es noch spezielle Aspekte? Irgendwie ist jemand eingeklemmt zum Beispiel oder handelt es sich um ein kleines Kind oder so Sachen, die man speziell angeben könnte machen. Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Notfälle. Manchmal blutet es auch. Was muss man bei der Wundversorgung beachten? Also ich glaube, da kommt es stark darauf an, wie ausgeprägt die Verletzung ist. Das geht ja von einer kleinen Verletzung, wo harmlos ist, wo man ein bisschen desinfizieren kann, ein Pfläschchen drauf tun. Wenn es aber wirklich stark blutet, wenn es spritzt, glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Blutung stoppt. Dass man sie entweder direkt drauf drückt, dass man einen Verband drauf tut. Oder im schlimmsten Fall muss man sogar die Gliedmasse abbinden mit einem Turnigen oder mit einem Gurt oder sonst irgendetwas. Und wenn möglich
möglich Händchen anziehen, wenn man das hat, oder sonst halt einfach wirklich vor allem etwas machen, die Courage, Zivilcourage auch wirklich zu haben. Wir haben vorher gesehen, bei den Kindern verschlucken ist etwas. Was gibt es bei den Kindern sonst noch für häufige Notfälle? Es sind zum Glück nicht viele Notfälle wirklich dramatisch bei den Kindern. Das ist eine gute Nachricht. Aber was sicher auch etwas ist, gerade bei Kleinkindern, ist der Fieberkrampf, der auch dramatisch aussieht, wo man dann zur Kontrolle ins Spital geht, wo die Kinder noch schon länger Fieber haben. So, und sonst sind es natürlich Unfälle, wenn sie beim Spielen umgehen, eine Hirnerschütterung haben, erbrechen müssen. Und das sind so von mir aus gesehen die häufigsten Sachen. Wie sieht es aus, wenn ein Kind einen Fieberanfall hat? Ein Fieberkrampf hat einen so einen apathischen Blick, so schaut einem recht an, hat vielleicht auch im Moment ein bisschen bläulich im Gesicht, so der Sauerstoffmangel. Es ist nicht recht ansprechbar und eben, es hat vorgängig natürlich Hochfieber und es ist dann richtig schlapp. Mhm. Und man muss dann eben sofort reagieren und das wirklich ins Spital bringen. Mhm. Im Spital grundsätzlich, was haben Sie für häufige, was sind die häufigsten Notfälle? Also das Spektrum ist extrem breit, muss man sagen. Das Häufigste, was wir sehen, sind natürlich die Bekannten, der Herzinfarkt, der Schlaganfall. Mhm. Wir sehen relativ viele Patientinnen und Patienten, die nach Unfällen zu uns kommen. Aber wie gesagt, das Spektrum ist extrem, extrem breit. Ja. Es gibt auch noch die sogenannten First Responders. Was machen die? Können Sie das erklären? Ja, das sind Leute, Laien, hauptsächlich, die ausgebildet sind in den BLS-AED-Massnahmen und den Reanimationsmassnahmen. Sie haben einen Kurs gemacht für das, sie haben eine Infoveranstaltung besucht. Und die können, wenn ein Notruf kommt auf die Zentrale, auf die Einsatzzentrale, die Leute den Rettungswagen schicken, den Notarzt schicken und die First Responder via App alarmieren. Mhm. Und die kriegen den Alarm und wenn sie sagen, du, das ist ja gerade nebenan, zwei Strassen weiter, wie das ich jetzt bin, der Einsatzort, dann können sie dort die ich kann annehmen, drucken und der Satellit schaut dann nachher, wer ist am nächsten dort, wer am schnellsten druckt. So. Und dann kriegen die Zuschlag und kriegen dann erst Detailinformationen, in welcher Hausnummer, in welchem Stock, so, das aus persönlich-rechtlichen Schutzgründen. Und dann tun die paar Minuten bis der Rettungswagen die lebensrettenden Sofortmaßnahmen überbrücken, mhm, wenn sie ausgebildet sind. Mhm. Idealerweise geht auch jemand gerade einen Defibrillator noch holen von den drei Leuten, die in der Regel alarmiert werden. Mhm. Apropos Defibrillatoren, wir haben hier gerade einen, mhm, wir sehen sie. Aber die hängen eigentlich überall, aber manchmal weiss man gar nicht, wo sie sind. Können Sie etwas sagen? Wo soll man suchen? Ja, das Problem ist, das ist nicht Vorschrift, dass man die muss registrieren, wenn man so einen anschafft in der Schweiz. Aber es hängt natürlich, wie Sie gesagt haben, im öffentlichen Raum oftmals so. Es gibt auch eine Defi-Karte Schweiz zum Beispiel, defikarte.ch, dort sieht man das. Und die First Responder, die haben das natürlich auf ihrem App, auch wo in der nächsten Umgebung gerade so ein Defibrillator ist. Mhm. Aber ich empfehle, dass man die Augen ein bisschen offen hat, wenn man rumläuft, gerade dort, wo man arbeitet, wo man sich viel aufhält, dass man dann weiss, wenn etwas wird passieren, wo man so eigentlich genau, am Arbeitsort, mal genau schauen, wo das wirklich hängt. Vielleicht haben gewisse Leute auch Angst, dass sie, wenn es der Stromschlag kriegt, dass sie selber einen Schlag kriegen. Es ist so halt so etwas ein bisschen Unheimliches. Aber das wird eigentlich guided, es wird ja alles gesagt. Kann man einen Fehler machen? Wie schwierig ist es? Nee, also ich glaube, einen grossen Fehler kann man nicht machen. Wie gesagt, das Gerät sagt einem ja, was man machen muss. Mhm. Und wenn man sich an das hält, dann ist es wirklich absolut, absolut, mhm, sicher. Also da muss man wirklich gar keine Bedenken haben. Das funktioniert, mhm, gut und ist sicher. Seitenlage, hat man gesagt, das braucht man aber eigentlich nur in gewissen Situationen. Ja, das ist nur, wenn der Patient wirklich auch schnauft. Das wird vielmal auch noch ein bisschen verwechselt. Also wirklich, wenn der Patient bewusstlos ist, dass wenn er würde erbrechen, dass wenn er keine Schutzreflexe hat, dass das Erbrochene rausfließt, darum muss man den Patienten in die Seitenlage legen. Mhm. Auch man könnte an einer Verbrennung anlaufen oder beteiligt sein. Wie soll man dort richtig reagieren? Also ich glaube, die ersten Massnahmen sind wieder das Gleiche, oder? Der Patient, Patientin ansprechen, schauen, dass man Hilfe holen kann. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie schwer das ist. Ist das jetzt wirklich nur eine kleine Oberfläche, eine Verbrennung an der Hand zum Beispiel? Dort ist es sicher gut, wenn man kühlen, etwa 10 Minuten. Und dann, wenn es ausgeprägter ist, oder vor allem, wenn es dann eben heikle Körperteile betrifft, wenn es Hand betrifft, wenn es Gesicht betrifft, dort sollte man sicher zeigen. Weil dort kann es unter Umständen heikel werden, mhm, und Folgeschäden nach sich ziehen. Noch etwas ganz anderes, Insektenstich. Ja, das sehen wir jetzt natürlich viel, oder? Jetzt ist Frühling, die kommen jetzt langsam wieder. Und auch dort ist das Spektrum relativ gross. Das Häufigste, was wir sehen, sind natürlich Lokalreaktionen, die eigentlich
harmlos sind, obwohl sie manchmal recht bedrohlich aussehen. Und richtig schwierig wird es ja vor allem dann, wenn es nachher eben eine Reaktion vom ganzen Körper gibt. Also wenn es zu Ausschlägen kommt, wenn es zu Schwellungen kommt im Gesicht, in den Atemwegen, dann wird es schwierig. Oder? Ich glaube, dann müsste man sicher auch wieder Hilfe holen. Weil mit dem ist schlussendlich nichts gespassen. Mhm. Jetzt wollen wir vielleicht zum Schluss noch mal schauen, was sind die richtigen Massnahmen? Wie soll man vorgehen? Genau, so Bewusstlosigkeit prüfen, das heisst, man soll sich die Courage haben, zum Patienten herangehen, da liegt jemand am Boden, wir wären ja froh, wenn uns jemand helfen würde, wenn wir dort wären. Dann die Person ansprechen, eben wie wir es im Einspieler gesehen haben, dass man vielleicht auch Schmerzreiz macht, wenn die Person nicht reagiert, dass man mal sieht, ist die im medizinischen Sinn bewusstlos. Und dann sofort die Atmung überprüfen, wenn sie nicht antwortet. Notruf alarmieren, Notruf 144, wenn jetzt Notruf. Und dann, wenn der Patient nicht würde schnaufen, keine Kreislauffunktion hat, dann sofort reanimieren. Haben wir irgendetwas vergessen, wenn es um Notfall geht, etwas Wichtiges? Ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt. Oder? Ich glaube, der Anfang ist immer gleich. Ich glaube, das ist wirklich das, was beruhigend ist. Wenn wir einen Patienten haben oder eine Patientin, die ansprechbar ist, die redet, ich glaube, dann wirklich einfach einmal durchschnaufen. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Und ich glaube, was der Herr Fringeli gesagt hat, ist wirklich keine Angst haben. Man hat nichts zu verlieren in diesen Situationen. Nur nichts machen ist wirklich das, was man nicht sollte. Herr Lehmann, Herr Fringeli, danke schön vielmals, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Sie haben es gehört, es braucht Sie viel Courage. Wenn Sie nichts machen, dann stirbt der Betroffene vielleicht. Und wenn Sie etwas machen, hat man eine Chance zu überleben. Ein Zusatzinterview über Notfallmassnahmen finden Sie auch in der Schweizer Familie. Die Maske, die braucht es für eine ganz neue Bestrahlungsmethode, die wir Ihnen vorstellen wollen. Und damit kann man gewisse Hirntumore einmalig bestrahlen und gleichzeitig das Gewebe drumherum schonen. Die Methode, die macht man ambulant und ohne Narkose. Sie ist also schmerzlos. Hagen Damroff hat früher sehr gut gehört. Doch vor ein paar Jahren entwickelte sich schleichend ein großer Hörverlust am linken Ohr. Dann haben wir den MRT gemacht und da ist herausgekommen, dass ein Gehirntumor da ist am linken Ohr, sogenanntes Vestibularschwannom. War noch relativ klein, mit 0,6 bei 0,8, also wie eine größere Erbse. Es ist wirklich ein ständiges Rauschen im Prinzip und je nachdem, wenn es ganz still ist, ist es dann extrem laut. Wenn es normal ist, die Nebengeräusche, dann geht es einigermaßen, aber es ist permanent da. Ja. Wir gehen auch gerne an Konzerte und es ist einfach nicht der gleiche Genuss, wie es vorher war. Anstelle einer Operation am offenen Gehirn entschließt sich Hagen Damroff zu einer Strahlentherapie. Hier am Schweizerischen Neuroradiochirurgie-Center in Zürich. Nachkontrolle bei Professor Luigi Mariani, dem behandelnden Neurochirurgen vom Unispital Basel, das mit dem SNRC zusammenarbeitet. Sie können sich erinnern. Das Vestibularschwannom ist ein gutartiger Tumor, der entsteht auf dem Gleichgewichtsnerv in der Mehrzahl der Fälle und wächst allmählich. Und durch das Wachstum wird zunächst in der Regel der Gleichgewichtsnerv kompromittiert. Das merken die Patienten oft, aber nicht immer. Und dann allmählich wird der Nachbarnerv kompromittiert, der auch dann in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist der Hörnerv. Die Strahlenbehandlung hier verläuft ambulant und meist in einer einzigen Sitzung von maximal einer Stunde. Hagen Damroffs Kopf wird mit einer eigens für ihn angefertigten Maske fixiert. Das Hightech-Gerät enthält keine radioaktiven Quellen, sondern einen modernen Linearbeschleuniger. Das Gerät ist selbst abgeschirmt. Patient und Personal müssen keine Schutzkleidung tragen. In der klassischen Strahlentherapie wird eine hohe Dosis über einen längeren zeitlichen Ablauf angewendet. Bei diesem Gerät hingegen wird eine geringe Dosis geometrisch über viele hundert Einstrahlrichtungen in einer Sitzung abgegeben. Die hohe biologische Wirkung konzentriert sich auf einen Punkt als Summe der vielen niedrig dosierten Strahlen. So können Tumoren räumlich präzise, kontrolliert und gut abgrenzbar bestrahlt werden, die nahe an kritischen Organen, wie zum Beispiel dem Stammhirn, liegen.
habe die Augen die ganze Zeit zugehabt, von dem her wäre ich fast eingeschlafen. Also ich habe gar nicht so viel mitgekriegt. Es war relativ entspannt, die ganze Behandlung. Und der Vorteil ist, dass die Entfernung der Quelle, der Strahlenquelle zum zu bestrahlenden Tumor sehr kurz ist und damit sich das gesunde Gewebe sehr gut schonen lässt. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn man mit einer Taschenlampe an eine Wand rangeht, je näher man rangeht, desto schärfer ist dieser Schatten. Und der Strahlenschatten ist ja das, was man eigentlich vermeiden möchte, weil es das gesunde umliegende Gewebe belastet. Man kommt in der Größenordnung auf die Hälfte der Dosis runter innerhalb von 1,5 Millimeter. Der Tumor wird nicht sofort zerstört, sondern stirbt über längere Zeit ab. Die Bestrahlung beschädigt das Erbgut der Tumorzelle. Und diese Beschädigung ist nicht quasi eine Auflösung. Es ist eine Beschädigung, eine intime Beschädigung, die dazu führt, dass die Tumorzellen sich nicht mehr erholen können, nicht mehr reparieren können, nicht mehr replizieren können. Und dadurch entsteht der sogenannte programmierte Zelltod. Also die Zellen gehen langsam, allmählich zugrunde. Also es braucht keine Operation, es gibt auch keine Risiken, allgemeinen Risiken einer Operation, Infektion, Thrombose und so weiter. Und man kann den Tumor, und das ist sehr wichtig, genauso effektiv behandeln. Das heißt, so stoppen und zugrunde machen, dass es nach Jahren nicht mehr zurückkommt. Gleichgewichtsstörungen hat Hagen Damroff nicht. Bis er wieder gut hört, muss er sich noch gedulden. Ja, es ist wunderbar. Der Eingriff ist sehr gut gelaufen. Ich habe immer noch einen Hörverlust, aber ich habe das Gefühl, es wird besser. Das dauert einfach jetzt ein paar Jahre, bis sich der Tumor abgebaut hat und das Gehör wieder zurückkommt. Das ist die große Hoffnung. Ich habe wirklich ein sehr gutes Gefühl, dass das wirklich super gegangen ist. Es eignen sich nicht alle Hirntumore für diese Methode. Da muss man jeden Fall individuell anschauen. Und jetzt noch ein Tipp, schauen Sie doch bei uns auf Instagram oder auf Facebook, da kriegen Sie nämlich regelmässig Gesundheitstipps. Wir sind am Ende der Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen und adieu miteinander. Nächste Woche reden wir über Hallux-Deformitäten. Was bringen Schienen, Bandagen und anders und sind Operationen erfolgreich oder nicht? In der gleichen Sendung geht es auch um Neurodermitis. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. UPK Basel, Universitäre Spitzenmedizin in privater Atmosphäre. Und Viogi, mehr als Labormedizin.